Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Good Old Times mit SimCity 4. Ja, ich drücke jetzt mal hier auf Start und schau mal, was sich hier so ergibt. Es ist schon wieder einige Zeit vergangen, wo die letzte Aufnahme her war. Was haben wir denn gemacht? Ich glaube, wir haben hier dieses Viertel hier erschlossen. Soweit ich mich richtig erinnere. Was haben wir denn an Meldungen? Okay, wir haben keine negative, das ist schon mal gut. Gottes Willen, warum haben wir denn so viel Nachfrage? Wir haben... Okay, Pause. Stopp. Pause. Wieso haben wir denn so viel Nachfrage? Jetzt ist die... Okay. Moment. Also, sie wollen ganz viel Agrar und... Was ist das denn? Hightech. Moment, was? Sie wollen... Also das ist ja klar, das ist das erste, das ist das zweite, das ist das dritte. Hier wird es dann so langsam ja auch schon schwer. Hier ist irgendwas mit Güter drin. Aber was ist... Also das ist klar, das ist Agrar. Was ist S und was ist H? Ah, okay, das ist Hightech. Das ist wahrscheinlich... das ist wahrscheinlich das hier. Oder gibt es hier noch was anderes? Wir haben immer noch... Was macht denn der Militärstützpunkt? Monatliche Einnahmen macht der. Okay. Wenn der monatliche Einnahmen macht, dann ist er gut. Dann werde ich den mal gleich irgendwo platzieren. Aber ich muss mir jetzt erstmal was kurz überlegen wegen dem Ansturm hier. Genau. So, wie sieht's denn aus mit sauberem Wasser? Wasserverschmutzung? Nee, da gab's doch irgendeine andere Ansicht. Was ist denn das? Baustilsteuerung. Machen wir mal alle 3 Jahre. Genau. Übersicht. Wasser. Gesundheit. Wieso steigt die Gesundheit nicht? Bildung. Hier, die schreien nach Bildung, aber gehen gar nicht selber zur Schule. Müllstrahlung. Stimmt, wir haben ein, soweit ich mich richtig erinnere, haben wir ein Atomkraftwerk freigeschaltet. Genau. Was haben wir hier noch? Solarkraftwerk. Reiche Wohnbevölkerung 3000, Bürgermeisterbewertung 55. Und ein Fusionskraftwerk. Ach du Heilige. So, das hat monatliche Kosten 3000 und erzeugt 16. Das wäre... Okay, das wäre doch schon ein Stückchen teurer. Gefahr der Kernschmelze. Gut. Müssen wir halt drauf eingehen. Dass es irgendwann passiert. So, das sind hier meine Umwelt... Warum geht denn die Umwelt nach unten? Gibt die Umweltverschmutzung in deiner Stadt an. Um die Verschmutzung der Luft und des Wassers sowie die radioaktive Strahlung zu verringern, kannst du stark verschmutzte Faktoren wie die Schwerindustrie, Bauernhöfe und Giftmülldeponien reduzieren. Stelle auch sicher, dass du über genügend Mülldeponien verfügst, um den ganzen Abfall der Stadt zu entsorgen, steht da. Ich dacke. Okay. Kannst du stark verschmutzte Faktoren reduzieren? Okay.
Bauernhöfe verschmutzen? Ja, aber was ist... Ich kann ja nicht sagen, dass, wenn die das wollen, dass die es nicht kriegen. Hä? Was macht das für einen Sinn? Die Mülldeponie ist so gut wie leer. Okay, warum... Ja, aber klar, Luftverschmutzung ist halt... Was willst du denn da machen? Ganz ehrlich, was willst du da machen? Außer gar nichts. Ah. Aha, okay, Moment. Agrar möchte hier eher nicht hin. Die möchten wahrscheinlich eher an ein ruhiges gelegenes Örtchen. Für die ist egal, für die auch. Oh, Hightech bildet sich hier gar nicht. Okay. Hightech bildet sich... Gut, so viel dazu. gut, wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar, die wollen wieder schwach und agrar. Das gibt's nicht. Okay, wir bauen das ganze Ding hier mal um. So. Genau, dann kommt ist hier die Querstraße, die führt hier weiter. Diese natürlich auch. So, wir kopieren das einfach mal. 1, 2, 3, 4. Warum habe ich das da drüben so bescheuert gemacht? 1, 2, 3, 4. Weiß kein Mensch, warum ich das so bescheuert gemacht habe da drüben. So, dann bekommt ihr hier Agrar. Und ich weiß nicht, muss man da Wasser ausbauen? Nee, okay, wunderbar. So, für Agrar wäre gesorgt. Wir brauchen das mittlere Industriegebiet. Okay. Das bauen wir hier hin. Wie sieht's da mit der Wasserversorgung aus? Okay, gut, passt. So, Agrar haben wir, das haben wir. So, sie wollen eigentlich alles an Gewerbe. Das heißt, wir eröffnen... Wo eröffnen wir denn jetzt ein Gewerbegebiet? Ich würde fast schon sagen, dass sich das hier hinten anbieten würde. Machen wir auch noch eine kleine Straße rein. Ja, wie regeln wir denn das? Vielleicht so. Genau, weil dann bekommt ihr hier Großes.
An Großes ist viel Nachfrage. Das heißt, ihr, was bekommt denn ihr da dann noch dazu? Was haben wir denn hier? Moment. Das ist Mittleres. Wenn mich nicht alles täuscht. Dann kriegt ihr hier nochmal ein mittleres und hier ein starkes. Ich möchte eigentlich ungern, dass die hier dagegen, also dass die hier rangehen. Das heißt, ich muss das höchstwahrscheinlich so machen und jetzt die Straße hier neu ziehen. Genau. Oh fuck, jetzt habe ich da was Falsches gesetzt. Ah, aufwerten geht. Ah, okay, gut. Und hier oben kriegt ihr Schwaches. Oben ist dann nochmal eine Querstraße rein, höchstwahrscheinlich. Genau, da machen wir Schwaches rein. So. Ach, das Wasser ist schon ausgebaut. Das ist ja wunderbar. So, und jetzt Wohngebiet. Könnten wir auch hier fortsetzen? Wäre eine Idee. Was ist das? Das ist, glaube ich, die weiterführende Schule. Ja, fuck. Ist falsch platziert. Das war, glaube ich, die. Ja, genau, das war die hier. Das war die städtische Hochschule. Hier bauen wir mal so eine krumme Straße ein. Wieso auch nicht? Ja, das führen wir mal. Könnten wir auch so regeln. Aber dann fehlt, glaube ich, hier ein bisschen was. Na, also dann bekommt ihr. Warte, Moment, Moment, Moment. Ich muss angucken, Attraktivität für das hier. Bis hier, okay, alles klar. Alle aus. Gut, weil dann bekommt ihr hier oben das Starke. Oh, 4 gehen auch. Das ist natürlich. Okay, warum geht es jetzt hier nicht mehr? Hä? Willst du mich verarschen jetzt oder was? Ja, okay, dann machen wir es halt so. Und so. Und das andere, halt, Moment, warum ist denn hier keine Verbindung? Und das andere mache ich zu Schwachem. So, die Schwache wollen oft nur so kleine Wohnhäuser haben. So. Sehr gut, da bauen wir noch einen Park rein. Ein Softfeld. Was? Ein Softballfeld? Hieß es, glaube ich.
Wo bauen wir denn das jetzt am blödesten rein? Ich würde fast schon sagen, hier. Jetzt wird es wahrscheinlich gerade so nicht passen, ist ja klar. Eins, zwei, drei, vier. Oh. Egal, ich lasse das jetzt mal so laufen. So, und wenn dann... Wird die Energie schon da drüber getragen? Weiß ich gerade gar nicht. Muss ich mal abwarten. Also ihr habt jetzt alles. Monatliche Kosten, monatliche Kosten. Städtischer Müll wird um 20% reduziert. Und dann machen wir das mal. So, dann fehlt wahrscheinlich nur noch das Geld. Das kriegt man hin. Verkehr. Ja, das ist jetzt halt noch eine Engstelle. Vielleicht, ja. Vielleicht beseitigen wir die irgendwann mal. Das regt mich auf hier. Ja. Oben bauen wir noch eine Bushaltestelle rein. Und hier drüben haben wir auch noch gar keine. Jetzt wird ja alles bebaut schon. Was ich natürlich auch gar nicht beachtet habe, was ist denn, wenn wir jetzt hier die Städte ausbauen mit Schienen? Scheiße. Jetzt habt ihr plötzlich keine Nachfrage mehr, oder was? Ihr habt doch hier ein riesen Agrarding. Warum wollten ihr das nicht? Ist doch ein riesen Agrarfeld. Ach so, ist das nicht attraktiv. Dann setze ich es euch hier rein. Wieso fahren denn die blöde Sims eigentlich so? Man muss ja nicht alles verstehen, aber es läuft bislang echt alles über die eine Schnellstraße hier. Also da müssten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken, die auszubauen. Zombie hier, ne? Ja, von mir aus. Was nach oben ist eh. Okay, krieg mal hin. Oh, du zeigst mir an, wo wir hin müssen. Was muss ich da machen? Ich muss da, glaub, bloß kreiseln. Ich sehe gerade, wir machen jetzt noch hier diese Fahrt und dann wird auch höchstwahrscheinlich die Folge auch wieder zu Ende sein. Ich habe keine
keine Ahnung, was Zombiehirn ist. Wir haben immer noch diesen Militärflughafen. Oder diesen Militärstützpunkt. Das müssen wir noch gucken, wie wir das unterkriegen. Und was muss ich jetzt hier machen? Oh, ich kann eine Universität bauen. Uiuiuiuiuiui. Wie viel würde die denn kosten? Zombiehirn, ja, das habe ich ja gerade gemacht. Eine Universität kann ich bauen. 1500! Puh. Nee, oh je, was gibt's denn hier noch alles? Ausgerutscht auf Lama-Mist. Verdächtiger Ambulanzfahrer. Ja, das haben wir ja alles. Oh je, oh je. Ah, ihr benutzt jetzt alle hier die obere Straße, oder wie? Wartet jetzt hier nicht mehr über die Schnellstraße. Ihr seid schon ein bisschen blöd oder so. Aber es geht doch noch. Jetzt wollt ihr plötzlich Mittleres und... Was zum Teufel? Moment. Habt ihr da oben schon voll... gebaut? Ja. Dann bauen wir in die andere Richtung aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Machen wir doch hier. Damit wir hier hinten einen Abschluss haben. Ja, stimmt. Moment, ich wollte die Folge, glaube ich, beenden. Ja, so... Vergesslich bin ich nun mal. Haben wir nicht genügend Wasser? Oh, Moment, 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 Moment. Das setze ich noch schnell hoch, schon vergesse ich das. Gut. Ja, das sind wir gerade an der Grenze. Ja, das machen wir dann die nächste Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal.